Keine Panik vom Abitur. Nach diesem Video wirst du ganz genau wissen, wie du möglichst entspannt durch die Abiturphase durchgehen wirst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur. Und ich weiß, dass einige von euch jetzt schon Stress schieben wegen dem Abitur. Bei den manchen fängt es ja jetzt sogar schon an. Ja, die anderen oder die meisten haben noch 2, 3, 4 Monate, bis es dann schlussendlich richtig ernst wird. Und ich möchte einfach für euch, dass ihr möglichst stressfrei durch die Abiturphase durchgehen kann. Weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte fast gar keinen Stress in meiner Abiturphase, trotz meinen 1,0 in den Abiturprüfungen. Und das will ich einfach für euch auch. Ja, ich will, dass ihr geile Resultate erzielt, aber das trotzdem mit möglichst wenig Stress, möglichst viel Freude daran. Und genau deswegen ist ja auch dieser YouTube-Kanal und ich als euer Coach hier. Deswegen gleich direkt rein in den allerersten Tipp. Und zwar, kenne das Worst-Case-Szenario. Was ist das Worst-Case-Szenario? Im Prinzip der schlimmste anzunehmende Fall. Was ist das Schlimmste, was bei dir im Falle des Abiturs passieren kann? Es kann sein, dass du sie so hart verkackst, dass du entweder dir deinen Schnitt richtig krank runterziehst und du vielleicht dann nicht das Traumstudium angehen kannst, was du gerne hättest. Oder noch schlimmer, du baust es so hart, dass aufgrund von den Regularien, die eben in deinem Bundesland herrschen, du eben nicht bestanden hast. Das bedeutet, du musst zwangsläufig die 12. oder im Genauen eben die 13. Klasse wiederholen. Und ganz ehrlich, das klingt im allerersten Moment mal richtig, richtig, richtig katastrophal. Das klingt richtig katastrophal aus der Perspektive, wenn man jetzt gerade sein letztes Schuljahr vor sich hat. Aber ganz ehrlich, auf das Leben bezogen ist das gar nicht so viel. Ein Jahr nochmal in die Schule gehen klingt jetzt erstmal katastrophal. Aber ich sag's euch, wenn ihr mal schaut, dass man noch 80, 90, 100, vielleicht 120, je nachdem wie die Technologie noch vorangeht, lebt, dann macht ein Jahr, beziehungsweise eher nur noch mal 9 Monate, nicht mehr so den großen Unterschied aus. Und natürlich möchte ich auf gar keinen Fall, dass ihr durchfallt. Deswegen sind wir ja hier, deswegen schränkt euch an und es wird auch nicht passieren. Aber sich einfach nur bewusst zu machen, ey, ganz ehrlich, wenn komplett alles schief geht, wenn alle Leinen reißen, dann kann ich es trotzdem einfach nächstes Jahr wieder machen. Und das wirklich nur für den allerschlimmsten Fall. Und das sollte schon mal gut zum Durchatmen sorgen. Zweitens, Vorbereitung ist alles. Ich habe in meinem Video zur Prüfungsangst, was jetzt vielleicht zu den Abiturprüfungen auch sehr relevant werden könnte, das findet ihr hier rechts oben in der Ecke, einfach draufklicken, wo ich genau besprochen habe, wie du eben aufhörst, Prüfungsangst zu haben. Da habe ich schon erklärt, dass es eben so ist, dass Angst, Stress etc. kommt eigentlich vor allem dadurch, dass wir das Gefühl haben, nicht gut genug vorbereitet zu sein, jetzt in Bezug auf Prüfungssituationen. Und da muss ich auch sagen, gerade beim Abitur könnt ihr das von vornherein eigentlich am besten lösen. Denn es gibt ihr hattet wahrscheinlich in eurem Leben noch keine einzige Prüfung, in der ihr so viel Zeit für die Vorbereitung hattet. Und deswegen nutzt das wirklich. Nutzt es wirklich. Fangt rechtzeitig an, bereitet euch gut vor. Die Prüfungen zählen so viel, es lohnt sich, diese Energie da reinzustecken. Und das sagt jemand, der auch nicht zwangsläufig immer in der Oberstufe 100% am Start war, sondern auch mal gern das Lernen ein bisschen aufgeschoben hat und so weiter. Ich sag's euch, ich habe mir dann vor den Abiturprüfungen einfach gesagt, ey, ich will das unbedingt durchziehen und hab's deswegen dann auch geschafft. Wenn ihr von mir den besten Abiturlernplan haben möchtet, den ich euch geben kann, dann geht auch hier rechts oben jetzt auf das i. Da habe ich ein Video dazu gemacht, wie du eben den idealen Abiturlernplan für dich spezifisch individuell auf dein Bundesland zugeschnitten erstellst. Deswegen schau es gerne an und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Tipp. Drittens, es schaffen Millionen andere auch. Jedes Jahr machen ca. 300.000 Schüler ihr Abitur in Deutschland. Das bedeutet, allein über die letzten 30 Jahre waren es schon über 10 Millionen Menschen, die es erfolgreich geschafft haben, dieses Abitur zu absolvieren. Warum solltest also nicht auch du einer von denen sein? Ich kann dir eine Sache garantieren, von diesen 10 Millionen Menschen gab es mindestens 1 Million, die wesentlich dümmer, fauler, untalentierter, planloser, verpeilter und was auch immer man für Eigenschaften diesen Personen noch zuschreiben kann, waren als du. Ja? Deswegen bitte, 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 seh das Abitur als eine große Sache, als eine ernstzunehmende Sache, aber fühl dich auch dem gegenüber nicht so wert. Es haben so viele andere geschafft, du wirst es auch schaffen. Viertens, gerade für diejenigen, die richtig hoch hinaus wollen, du hast meine Hilfe.
Du hast meine Hilfe. Ich mache jeden Tag um 18.15 Uhr ein Video für dich, in dem du erfährst, wie du das Maximale aus der Oberstufe oder der jetzt dann vor allem in den nächsten Monaten auch aus dem Abitur rausholen wirst. Deswegen nutz diese Hilfe. Such auch gerne, und das sage ich euch, muss ich euch immer wieder sagen, sucht auch gerne den Kanal ab nach schon bereits gemachten Videos. Das heißt, am besten gebt ihr einfach auf YouTube ein, wenn du jetzt irgendwas eine Frage habt, denkst, okay, ich brauche Prüfungsangst, ich muss besser lernen, was auch immer, ich muss mehr Disziplin aufbauen, wie werde ich in Deutsch besser, wie werde ich in Bio besser, was auch immer. Geb einfach bei YouTube Leo Eckel und dann den jeweiligen Fachbegriff ein. Und dann findest du garantiert ein Video. Wenn du kein Video findest, auch dann bin ich für dich da. Das bedeutet, schreib einfach in die Kommentare, hey Leo, kannst du bitte noch ein Video dazu machen? Kannst du ein Video dazu machen? Die anderen, die sich schon mal Videos gewünscht haben, können davon Lied singen. Ich mache das wirklich sehr, sehr schnell. Danach auch nach, je nachdem, sobald ich es halt eben in den Content-Schedule einfach einbauen kann, da auch ein neues Video genau zu diesem spezifischen Thema noch zu machen. Deswegen nutzt auch das. Genauso, wenn es schnell gehen muss und du sagst, ey, shit, ich brauche aber sofort eine Antwort, ich kann nicht warten, bis Leo dazu ein ausgiebiges Video macht, dann schreib mir auf Instagram, @leo_ecke. Schreib mir einfach eine DM. Ich beantworte einmal am Tag alle DMs, die ich bekomme, weil ich für euch da sein möchte. Deswegen bitte, bitte nutzt auch das. Und darüber hinaus entwickle ich ja gerade mit meinem Team ein Coaching-Programm, was eben genau dafür dient, dass diejenigen sagen, ey, ich will wirklich richtig, richtig gut im Abitur abschneiden oder grundsätzlich auch jetzt schon in der Oberstufe, wenn du noch 11., 10. Klasse bist. Das entwickeln wir genau für euch, dass ihr da gar keine Probleme habt, dass ihr richtig gut durchfliegen werdet. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Deswegen bitte, bitte, bitte nutzt die Möglichkeiten, die ihr hier habt. Fünftens, tanke durch die Schule Kraft. Man ist vielleicht nicht so begeistert grundsätzlich von der Schule, aber ich sag's euch, die Lehrer unterstützen euch in der Regel, wenn ihr gut zu denen wart. Eure Mitschüler unterstützen euch vielleicht, wenn ihr da schon ein paar gute Freunde und so weiter aufgebaut habt. Nutzt das. Saugt diese Energie auf. Es war für mich vor allem auch irgendwie besonders zu sehen, dass zum Beispiel wir hatten jetzt bei uns in der Jahrgangsstufe meiner Meinung nach nicht so einen großen, krassen Zusammenhalt. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass so ein krasses, familiäres Ambiente grundsätzlich in unserer Schule geherrscht ist. Aber ich muss schon sagen, wenn dann die Abiturprüfungen so anrücken, dann ist gerade von Seiten der Schule, zumindest war es bei uns so, dass einem das Zieldirektoriat, das Sekretariat, die unteren Klassen sich schon darum kümmern, dass diejenigen, die jetzt da eben wortwörtlich oder gefühlt so wirklich in den Krieg ziehen, dass die da bestmöglich unterstützt werden. Also bei uns gab es dann da Süßigkeitenlagen oben und so weiter, auch wenn ich empfehlen würde, die nicht zu essen, aber dazu mal noch ein Video zur Ernährung in der Klausur oder so. Wirklich, wirklich saugt das auf. Auch von euren Eltern, die werden euch unterstützen, wenn ihr auch auf sie zugeht, euch auch zugeht, dass ihr vielleicht Hilfe braucht. Und im Endeffekt freut euch dann einfach darauf, dass es danach rum ist. Das ist wirklich, kann auch mal, gerade wenn es innerhalb der Abiturphase noch manchmal schwer bleibt, noch dran zu bleiben, kann ein ganz, ganz großer Faktor sein. Und danach seid ihr over. Dann seid ihr durch, okay? 12 Jahre einfach over. Deswegen zieht durch, nehmt es ernst, macht ihr nicht einen zu großen Kopf und danach könnt ihr ein Leben in Freiheit genießen. Ich genieße es immer noch sehr, sehr, sehr. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.